Hallo und herzlich willkommen bei Was machen Sachen in Sons of the Forest? Ich bin die Axt im Walde und heute gucken wir uns gemeinsam Yuumi an. Wir kennen, oder viele von uns kennen das Projekt Mod API. Ich mache hier auch ein bisschen größer, damit wir hier mehr oder das Ganze besser erkennen können. Und ja, als hier am 23. Februar Sons of the Forest rauskam, hatten einige erstmal mit dem Steam Shop zu kämpfen, aber Moritz und ich, Moritz ist auch aus dem Mod API Team, wir haben es dann doch geschafft, irgendwie durch den Shop zu kommen. Und nach einer kurzen Zeit des Runterladens und Installierens haben wir natürlich das Spiel gleich hochgefeuert. Und so ist dann gekommen, dass hier der Moritz, der Alles Gut Enter und der Oseb Marin mit mir, wir sind im Voice Channel vom Mod API Discord gehockt. Und haben uns erstmal, also Moritz hat hier seine Entwicklertools ausgepackt und dem Spiel erstmal auf den Zahn gefühlt. Auch hier hat es nicht lang gedauert. Und der Moritz hat dann auch die Dev-Konsole gefunden, die Entwicklerkonsole, mit der er dann ja, verschiedene Dinge ausprobiert hat. Sagen wir es mal so. Ja. Und 3 Tage später, das war am darauffolgenden Sonntag, da hat hier der Oseb Marin den Yuumi gezaubert. Ja, ich klicke hier auch mal drauf. Und wir kommen hier direkt auf die Download-Seite. Den Link werde ich in die Kommentare, ach, was heißt in die Kommentare, in die Beschreibung reinpacken. Und eben so sieht das Ganze aus. Yuumi heißt nichts anderes als Your Unity Mods Installer. Das ist ein Programmchen, das hat hier der Oseb Marin programmiert. Und besitzt in der Basis hier WebpinX. Ja. Wir haben uns aufgrund des großen Aufwandes dafür entschieden, Mod API nicht umzubasteln. Vor allem auch aus diesem Grund heraus, da es bereits für die Unity Engine am Markt einige gute Lösungen gibt, die sich einfach und gut für das Modding integrieren lassen. So wie etwa Melon Loader oder auch in diesem Fall WebpinX. Ja. Genau, ich lade den jetzt hier einfach mal runter, Download Yuumi. Dann sehen wir hier einen Download, das dauert ein bisschen und ist auch schon fertig. Unten dran haben wir die Mods. Ja, da gibt es hier von Moritz die entwickelte Dev-Konsole. Auch hier mache ich Download Mod. Und dann hat hier der Oseb Marin vor kurzem einen neuen Mod geschaffen, den wir uns heute auf jeden Fall im Detail angucken werden. Das ist der Awesome Menu Mod, auch kurz AMM genannt. Den lade ich auch mal runter. Alles ist hier runtergeladen. Genau. Und dazu packe ich jetzt hier meinen Download-Ordner aus. So, F5, dann passt das auch wieder. Und hier habe ich noch den Ordner, wo Sons of the Forest bei mir installiert ist. So sieht aktuell das Installationsverzeichnis aus. Und wir werden auch später mal wieder drauf gucken. Ich entpacke als allererstes hier die Yuumi-Datei. Ja, mit 7-Zip sage ich hier Extract to. Kurz und knackig. Dann habe ich hier einen neuen Ordner. Yuumi 1.04 ist momentan die aktuelle Version. Und starte einfach mal Yuumi durch. Ja, jetzt sagt er hier, oh, Add Game, ja, weil wir haben noch kein Spiel hinzugefügt. Das mache ich auch. Dann gehe ich direkt in den Ordner hinein, wo eben mein Sons of the Forest liegt, wo der Steam-Client das Spiel installiert hat. Ja, das reicht so hier in diesen Ordner rein und auf Ordner auswählen klicken. Dann erkennt Yuumi das Spiel und wir müssen eigentlich hier nur mehr auf Install Mods Loader drücken. So, jetzt holt er sich erstmal die aktuellsten Mod Loader Dateien runter. Das dauert ein bisschen. So wie es hier steht, please wait. Einfach mal ein bisschen warten. Und dann sagt uns Yuumi hier, starte bitte Sons of the Forest now, um die Konfiguration bzw. die Installation dieses sogenannten Mod-Frameworks abzuschließen. Genau. Wenn wir hier jetzt reingucken in den Installationsordner von Sons of the Forest, sehen wir, wir haben hier einen neuen Ordner bekommen, WebpinX. Auch den gucken wir uns im weiteren Verlauf dann wieder an. Ich gehe erstmal hier zurück auf den Yuumi, damit er hier im Vordergrund ist. Starte hier unten meinen Sons of the Forest und dann kommt hier dieses Fensterchen dazu. Ja, da macht jetzt erstmal allerhand Dinge.
ja, unter anderem eben verschiedene Pfeile integrieren in das Spiel, so dass eben Modding genutzt werden kann. Bei der Erstinstallation bzw. Konfiguration, Schrägstrich Integration, das dauert immer ein bisschen, ja, aber eben auch nur beim ersten Mal. So, das Spiel startet durch. Genau, und ich beende das Spiel aber auch direkt gleich wieder. Hier mit OK bestätigen. Dann sagt hier der Yuumi Mods Loader has been installed, alles ist installiert und du kannst nun Mods hinzufügen. Ja, das ist gut. So sieht Yuumi aus. Der prüft, obwohl hier steht Check for Updates, prüft er auch selbst, wenn hier Mods hinzugefügt sind. Das sieht man hier bei Install Plugins oder Install Patches, je nachdem. Und wenn ja, jemandem der Yuumi von den Farben her nicht gefällt, gibt es dann bei den Settings ja, viele verschiedene Dinge. Ihr seht das ja hier. Und unten kann man auch dann Farben konfigurieren. Man kann auch ein Team anlegen, ja, und das dann teilen. Also ja. Mehr ist Yuumi aber eigentlich nicht. Von der Komplexität her. Das heißt, starten wir jetzt direkt dorthin, wo es eigentlich ums Modding geht. Wir haben hier noch zwei Dateien mit runtergeladen. Und ja, das ist einerseits die Dev-Konsole und andererseits der AMM, der Awesome Menu Mod, den wir hier jetzt mit Yuumi nutzen möchten. Darum habe ich das Spiel auch gleich wieder beendet. Das geht absolut einfach. Add New Mod, kommt hier ein Fenster und ich ziehe einfach die ZIP-Datei, die runtergeladen wurde. Ich muss hier nichts entpacken. Ziehe ich hier in diesen Bereich, warte kurz ein bisschen. Und dann sagt er hier, ein Mod wurde installiert und kein Mod wurde übersprungen. Mit OK bestätigen. Wenn ich hier mit Close dann rausgehe, sehe ich, hier habe ich die Dev-Konsole nun drin. Wenn ich die anklicke, beziehungsweise jeden Mod in dieser Liste, habe ich dann noch die Möglichkeit, eben dieses Plugin, den Mod zu deaktivieren oder den Mod ganz rauszuwerfen. Ja. Also Disable zuerst mal, dann steht hier auch Disabled. Ich kann ihn wieder aktivieren, dann ist er wieder hier. Und das werfen wir auch mal kurz raus, damit wir es gesehen haben. Are you sure you want to delete? Möchtest du diesen Mod wirklich löschen? Ich so, ja, dann ist er hier weg. Ja, und wie kriegen wir ihn wieder? Genau, richtig. So wie wir es vorhin gemacht haben, mit Drag and Drop hier reinziehen, kurz warten. Mit OK bestätigen, wieder rausschließen, that's it. Ja, und das machen wir auch gleich mit dem zweiten Mod. Zap. So. Auch den sehen wir jetzt hier drin, den Awesome Menu Mod. Was ist jetzt im Falle, dass ein Mod ein Update erhält? Man geht hier komplett gleich vor, wie eben gezeigt. Ich wähle den Mod aus, lösche ihn raus und hole mir dann mit der neu heruntergeladenen Datei der neuen Version über Add New Mod den Mod wieder rein. Total simpel. Ja. Zu Demonstrationszwecken werde ich den Yuumi erstmal schließen. Das heißt, er verbleibt bei uns hier weder in der Taskleiste noch hier irgendwo im System Tray und ist wirklich geschlossen. Starte ich jetzt aber das Spiel, ja, dann kommt, weil wir das ja integriert haben, BepinX als Unterlage sozusagen, ja, und hat auch das Spiel ist gestartet und hat dann auch diese Mods, die jetzt aktiv sind, mit im Gepäck dabei. Ja, beenden wir aber das Spiel dennoch aus einem wichtigen Grund. Hier haben wir eben diesen BepinX-Folder, Ordner im Spieleverzeichnis. Ich kann, wenn ich greife, sage ich mal, vor in diesem Thema, dass ich die noch nicht gestellte Frage berücksichtige, was ist, wenn ich diesen Yuumi oder dieses Modding mit BepinX gar nicht mehr haben möchte. Im Idealfall weiß man, was man selbst gemacht hat. Das heißt, man hat hier irgendwo ein Yuumi runtergeladen und irgendwann mal durchgestartet. Einfach nochmal starten den Yuumi, das Spiel auswählen und hier mit Uninstall Mods Loader die komplette Integration rauslöschen.
Ja, es gibt aber auch hier den Fall, und den hat es wirklich gegeben in der Praxis. Hat hier im Steam-Forum jemand hineingeschrieben, ich habe einen Bepinex-Folder hier drinnen im Verzeichnis meines Spiele-Installationsordners, und dann startet, wenn ich das Spiel starten möchte, immer so ein Fenster mit, und da steht dann Bepinex. Und ich weiß nicht, wofür das ist oder wo das hergekommen ist. Mein Mann hat sich das auch angeguckt und der weiß auch nicht, was das ist. Also das kann schon mal vorkommen. Wenn ihr auf so etwas stößt, ja, im Spieleverzeichnis den Bepinex-Ordner einfach nehmen und mit entfernen oder Shift entfernen den Ordner einfach rausfegen. Dann ist die komplette Integration weg und wie man es kennt, man hat dann ein sogenanntes Vanillaspiel wieder zur Verfügung. Genau, in unserem Fall sieht das aber ein bisschen anders aus. Und wir möchten uns natürlich die Mods direkt im Detail angucken, weswegen wir ins Spiel reinstarten und gar nicht weiter Zeit verlieren. Bis gleich! Wir sind im Hauptmenü gelandet und zu Demonstrationszwecken starten wir einfach ein neues Einzelspielerspiel. Das hat unter anderem den Grund, dass die Mods primär im Singleplayer getestet und dort auch von den Features unterstützt werden. Im Speziellen für die Dev Console hat Moritz allerdings eine Prüfung eingebaut, so dass die Dev Console im Multiplayer nur als Host-Spieler, als Gastgeber funktioniert, beziehungsweise eben sich benutzen lässt. Ja, und weil ich euch natürlich beide Dinge zeigen möchte, gehen wir direkt in den Singleplayer-Modus. Das Spiel lädt ein bisschen und mag an dieser Stelle immer wieder mal aussehen, als ob es kurz davor wäre, sich wegzuhängen. So, das Intro und das ganze Gedöns können wir erstmal überspringen. Wir haben ja ohnehin hier schon eine Wartezeit. Ja. So, komm, aufnehmen, hops, hops. Nicht lang rumtun. So, den Kevin lassen wir da vorne auch erstmal liegen und ich hätte gesagt, gehen wir irgendwo hin, wo er mit seinem Rumgeraunze einfach nicht nervt. Ach ja. Ich denke, latschen wir erstmal drüben rüber. Und dann können wir ja offiziell loslegen. So, der gute Mann ist jetzt auch außer Puste. Das macht uns nichts. Als erstes gucken wir uns die Dev-Konsole an. Und primär lässt sich die Dev-Konsole mit der Tastenkombination, das heißt hier Tastenkombination zum Blödsinn, mit der Taste F1 öffnen. Ja. Sieht sehr technisch aus auf den ersten Blick, ist aber nicht so kompliziert. Ja, ich habe eine Eingabezeile hier ganz oben dran. Da tippe ich einfach rein, welchen Befehl und gegebenenfalls welchen Parameter ich auch dazu haben möchte. Darunter wird mir aufgelistet alles, was zu dem, was ich entweder eingegeben oder eben nicht eingegeben habe, zur Verfügung steht an Befehlen. Es gibt hier zum Beispiel den Befehl Go To. Das haben wir uns kurz mal angesehen im letzten Video. Da kann ich einfach an vordefinierte Orte ja, hinspringen. Ja, die Namen sind nicht immer das, was es vorzugeben scheint. Wie wir es im letzten Video gesehen haben, Go to Ocean, Go to Beach ist tatsächlich irgendwo in den Bergen ganz oben. Ja. Ich habe aber auch zum Beispiel den God Mode. Ja, mit der Tab-Taste kann ich hier automatisch vervollständigen und dann zeige ich zum Beispiel God Mode an. Ja. Die Dev-Konsole ist genauso wie der Name das eigentlich sagt, etwas von den Entwicklern eingebautes im Spiel. Ich gehe mal davon aus, dass sie das eingebaut haben, um jetzt während der Zeit des Testens hier ihren Testern gewisse Möglichkeiten oder Sicherheiten zur Verfügung stellen konnten. Ja, wenn ich zum Beispiel, ich sag mal, teste, wie funktioniert jetzt die Baumechanik mit Gebäuden und Ähnlichem, dann ist ganz gut, wenn ich hier nicht ständig drauf achten muss beim Testen.
Ist jetzt meine Gesundheit noch in Ordnung? Hat er genug gegessen, der gute Mann? Lauter so Zeug. Ja. Der God-Mode über die Dev-Konsole schützt allerdings nicht vor Schaden. Ja. Das heißt, Bäume können einen umhauen, Gegner können einen verletzen und so weiter und so fort. Ich werde auch dann hier in der Beschreibung unten Link reinpacken zu der Google Documents Liste, die von Moritz erstellt wurde und wo ich ab und an mal ein bisschen dran mitbastle. Hier sind einige Befehle bereits drin. Ja, die denke ich, gucken wir uns dann später noch an. Ja. Und es, ja, ich sag mal, die Liste ist auf keinen Fall vollständig, noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Liegt auch daran, dass sich sehr viel machen lässt. Ich kann hier zum Beispiel Spawn-Item benutzen und wenn ich hier jetzt hinten dran eingebe, was ich möchte, zum Beispiel Log für einen Baumstamm, kann ich dann auch noch definieren, wie viele möchte ich haben. Und ich sage jetzt mal, ich möchte 10 Stück davon haben. Ja, drücke Enter. Wohlgemerkt, die primäre Enter-Taste, die Enter-Taste auf dem Nummernblock funktioniert hier nicht. Ja, und genau das passiert dann. Ich bekomme hier einfach so, sind das 10? 2, 4, 6, ja, 10 sind es. Das sieht so wenig aus. Ja, und das kann ich natürlich mit allerhand verschiedenen Gegenständen durchführen. Und diese Gegenstände sind natürlich zahlreich im Spiel vorhanden. Viele dieser Funktionen, die die Dev-Konsole anbietet, hat der Awesome Menu Mod quasi in sich integriert mit einer grafischen Oberfläche und so gesehen, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, ja, ist es so, dass dann gar nicht mehr so viele Befehle übrig bleiben, die man nur mit der Dev-Konsole aufrufen kann. Ich habe hier zum Beispiel das Keyflight On-Off, ja, das macht es rundherum um mich einfach ein bisschen heller und bewegt sich quasi mit. Das gibt es über den Awesome Menu Mod noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Submarine hat hier in den letzten, speziell in den letzten Tagen richtig viel Zeit investiert in den Awesome Menu Mod und fast täglich hier nicht nur eins, mehrere Features neu hinzugebracht. Schauen wir uns nun den Awesome Menu Mod an, nämlich hier über die Taste F5 auf der Tastatur bekomme ich hier so ein Menü und ich gehe direkt mal oben auf die ersten drei Punkte ein. Die wirken eher wie kleine Hinweistexte, sind es aber nicht. Sperre mir hier die Kamera, wenn das Awesome Menu Mod Menü offen ist. Das heißt, ich kann hier im Spiel nicht gucken mit der Mausbewegung und sperre auch die Bewegung. Mir persönlich gefällt aber der dritte Punkt viel besser. Das hat nichts hier irgendwie mit grafischen Bildschirmeinstellungen zu tun, sondern bezieht sich rein nur auf den AMM. Ich kriege hier nämlich ein großes Fenster, wo ja eigentlich alle Optionen übersichtlich drin sind. Unter anderem der God Mode. Ja, warte mal, ich gehe mit F5 wieder raus, gehe hier in die Dev-Konsole rein, mache den God Mode off und aktiviere ihn aber hier für mich. Ja, wenn automatisch, wenn ich diese Option aktiviere mit all den Dingen hier drin, hochgelevelt. Ich mache auch den Restless Mode an. Dann gibt es noch, ja, quasi, ich benötige keine Ruhe, Ausdauer unendlich. Dann gibt es hier den Ghost Mode. Das ist dieser Modus, wo ein nicht nur die Gegner, sondern jegliche KI, NPCs, so heißen die, genau, jegliche NPCs gar nicht sehen. Stealth Mode kann man sich wahrscheinlich schon ein bisschen vorstellen, ist hier einfach, du bist im vollen Schleichmodus drin. Ghost Mode und Stealth Mode, die sind in der Praxis sehr ähnlich zugegeben, die Gegner sehen einen oft nicht. Aber hier ist man wirklich unsichtbar für Gegner, sage ich hier, für eben alle NPCs. Und hier ist es so, die hören dann schon, ah, hier war irgendwas, warte mal, lass mal hingehen. Aber die sehen einen trotzdem nicht. Wir sind auch gleich immun gegenüber Feuer, immun gegenüber Kälte. Wir können auch unter Wasser laufen. Das können wir uns dann direkt mal gleich angucken. Wir haben unendlich Sauerstoff zur Verfügung. Wir können auch im Wasser springen. Wir können unendlich springen. Auch das werden wir uns gleich mal ansehen. Wir haben keinen Fallschaden.
Und es gibt auch keine Auswirkung auf eben den Spielcharakter, wenn gefallen wird. Ja, das heißt, der macht nicht mehr so, wenn man von und geht dann in die Hocke irgendwie, wenn man von weiter oben runterfällt. Es gibt hier auch Build Anywhere. Das heißt, ich kann überall bauen. Müssen wir uns angucken. Ich habe mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt. Instant Build ist sofort bauen. Lockhack ist auch eine Funktion aus der Dev-Konsole. Du hast hier unendlich Holzvorräte, die du benutzen kannst. Ja. One-Hit-Tree-Cut ist einmal mit der Axt auf den Baum gehauen, der kippt um. Unlimited Ammo nehmen wir auch mit. Unendlich Munition, genauso wie die Rüstung, die man nicht zerbrechen kann. Wir haben einen Flugmodus drin. Wir können uns unendlich Taschenlampenenergie und unendlich Energie für die Kettensäge reinbasteln. Die drei Buttons sind hier, ich denke mal, wirklich gestern erst neu dazugekommen. Man kann sich hier über die Dev-Konsole mit dem Befehl Add All Items, hier ist es, alle Gegenstände ins Inventar packen lassen. Hier geht es mit diesem einen Button. Es gibt, glaube ich, auch. Gibt es das? Add all Book Pages, add all Story Items und so weiter und so fort. Es gibt einen Haufen in der Dev-Konsole und hier haben wir zum Beispiel eben drei Funktionen, die da auch raus entlehnt wurden. Alle Gegenstände entfernen, alle hinzufügen oder eben alle Buchseiten. Das heißt, man findet ja Bücher und Seiten im Spiel, die kann man hier hinzufügen. Sehr gut finde ich den Bereich hier unten. Ich kann mir mit die Schwimmgeschwindigkeit kann ich mir hier anpassen, die Laufgeschwindigkeit, die Sprintgeschwindigkeit, auch die Geschwindigkeit des seitlichen Gehens sowie während des Kriechens oder Duckens und auch die Sprunghöhe kann ich mir hier festlegen. Ja, machen wir die zweimal hier ein bisschen so an und auch den Schwimmdings hier. Dann gibt es noch zwei Optionen, die beziehen sich auf Waffenschäden. Das heißt, wie hoch ist der Schaden, den hier meine Nahkampfwaffe verursacht, darunter, wie hoch ist der Schaden, den hier meine Fernwaffe verursacht. Ja, eingestellt auf 1, den Faktor 1. Jede Waffe im Spiel hat natürlich einen eigenen Schadenswert, den diese Waffe bei Treffern verursacht. Und mit diesem quasi Multiplikator kann ich das nochmal erhöhen. Ja. Vielleicht finden wir einen, wo wir das kurz mal demonstrieren später. Oder blasen einfach ein paar Gegner mit einem Schuss hier irgendwo weg. Block Damage ist, wie viel Schaden nehme ich, wenn ich ja, blocke, also abwehre. So ist es. Setzt man ihn ganz niedrig, dann gibt es gar keinen Schaden. Setzt man ihn weiter. Ah ja, man kann hier überall dieses Fenster ziehen und verschieben. Manchmal muss man hier ein bisschen präzise mit den Reglern sein. Oder ich ziehe den Abwehrschaden rauf, dann heißt das natürlich, wenn ich abwehre und der Gegner versucht gerade mich zu treffen, dass ich trotzdem hohen Schaden nehme. Stats Damage wirkt sich auf unsere Werte aus, des Spielecharakters. Das heißt, wenn ich hier jetzt an dem Punkt bin, wo das Symbol rechts unten hier für Hunger leuchtet und dann links unten steht, oh mein Gott, du hast Hunger. Umso höher hier dieser Regler oben ist, desto mehr Schaden bezieht der Spielecharakter, wenn wir hier eben am unteren Limit sind. Deswegen auch hier vielleicht 0 ist ganz gut, dann passiert nichts. Was den Tab oben Game betrifft, gibt es auch hier wieder zahlreiche Möglichkeiten. Infinite Fire Fuel ist eigentlich ganz cool. Ich habe hier endlos lang brennendes Feuer, ja, egal welches. Es gibt auch unendlich Drucker. Gießharz, ja schon eigentlich, ne? Resin ist Gießharz. Und unendlich, das ist ein Feature-Request von mir gewesen an den O-Submarine. Ich bin so froh, dass es eingebaut hat. Unendlich lange Ziplines. Ja. Ihr habt das im letzten Video auch gesehen, mit Satari auf Satari Island haben wir so viele Ziplines verlegt. Dass du einfach ein bisschen flotter irgendwo hinkommst, aber vor allem, und das ist der schöne Nebeneffekt von so extrem langen Ziplines. Du kannst hier die Gegend einfach mal
bisschen genießen, einfach mal gucken. Oh, hier unten ist ein See, schau, guck da drüben. Das sind wir gestern bei dem Höhleneingang gewesen. Und ich finde ja auch, dass Sons of the Forest grafisch jetzt schon was bereitstellt für uns. Und das darf auch mal von irgendwo höher oben in aller Ruhe beim Durchgleiten betrachtet werden. Aber kommen wir zurück zum Awesome Menu Mod. Wir haben auch noch die Möglichkeit, den Spielmodus zu verändern. Ich habe das mal probiert während einer laufenden Session und von normal auf peaceful rüber gewechselt. Ja, irgendwie hat es noch nichts getan. Auch hier so intensiv habe ich mich mit dieser Funktion noch nicht beschäftigt. Das gleiche trifft hier zu auf den Spieletypen, den man hier verändern kann. Das habe ich bisher noch gar nicht benutzt. Game Speed, das habe ich benutzt. Ja, das gibt einfach ein bisschen mehr Schub. Wie schnell läuft das Spiel ab? Wenn ihr jetzt hier seht, überall links unten, das zappelt ein bisschen schneller. Die Wellen oben im Hintergrund bewegen sich auch viel schneller. Wir haben jetzt fünffache Spielgeschwindigkeit und dementsprechend ja, wirkt sich das auch auf die Zeit aus. So, damit wir hier ein bisschen gucken können. Packe ich mal das GPS-Gerät aus. Wir sehen dann immer die Uhrzeit. Das ist für mich auch ganz ein wichtiger Indikator, damit ich hier weiß, oh, jetzt wird es gleich zappenduster. Genau. Und wenn das dann der Fall wäre, kann ich jetzt hier allgemein das Spiel beschleunigen. Dann läuft auch, wie wir hier gerade eben sehen, die Zeit. So, machen wir mal 10. Ja. Genau, geht's richtig dahin. Mit dem Button Reset kann ich das ganz flott und unkompliziert zurücksetzen. Ich habe aber gemerkt, das geht auch ein bisschen schneller, wie ihr seht, 30-fach, ne? Da geht die Luzi ab hier. So, machen wir jetzt aber nicht weiter. Schreiten wir voran zum unteren Abschnitt Date and Time. Ich kann hier direkt die Tages- und Zeitwerte verändern. Hier ist Tag 0. Ja, ist auch irgendwo in Ordnung. Ja. Tag 1 laut dem GPS. Das heißt, muss hier immer einen mitzählen, die aktuelle Uhrzeit und die Zeitgeschwindigkeit. Ja. Zeitgeschwindigkeit ist jetzt völlig unabhängig von der Spielgeschwindigkeit. Wenn ich hier das mal, oh nee, das ist zu viel, oh, das ist zu viel, das ist zu viel. So, jetzt haben wir, ja, jetzt haben wir ein Problem. Es ist mir auch schon mal, nee, die Zeit muss wieder runter, so null. Ja, ist mir einmal passiert. Eieiei, so, nee, komm, da waren wir hier auf, genau, oh, null geht nicht, ja, alles klar, gut, auf, eben, wie ihr gesehen habt, auf Tag 2516, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir 2 Uhr morgens, weil hier alles jetzt mit dem Zeitfaktor hier komplett verrückt gespielt hat. Und wenn das dann der Fall ist, ja, kann ich hier sagen, so, mach mal 10 Uhr. Und wir sind wieder bei 10 Uhr vormittags drin. Wie ihr gesehen habt, ich konnte ja hier nicht mehr auf 0 zurück. Deswegen habe ich 1 eingegeben und das GPS-Gerät zeigt uns jetzt hier automatisch an, wir haben Tag 2. Ja. So, mit der Zeitgeschwindigkeit vielleicht vorsichtig umgehen, so Faktor 2, Faktor 3, 4. Der Regler, ja, hat einen, sag ich mal, breiten Bewegungsbereich und ist auch ein bisschen sensibel. Genau, das wirkt sich jetzt hier wirklich nur auf die Spielzeit aus, nicht auf die Zeitgeschwindigkeit aus, nicht auf die Spielgeschwindigkeit. Machen wir wieder Faktor 1, damit es passt. Was mir auch ganz gut gefällt, wir können hier direkt, ja, es ist auch über die Dev-Konsole möglich, aber hier geht es ein bisschen einfacher, wenn man schon hier ein bisschen rumkrebst. Denn ja, warum nicht gleich direkt draufklicken? Hier Frühling umgeschalten, Sommer umgeschalten, Herbst umgeschalten, Winter umgeschalten. Das dauert, denke ich, immer ein bisschen oder kommt auch darauf an, wo man sich eben. Oh ja, das ist die Laufgeschwindigkeit. Ja. Sind schon ein bisschen schneller. Vielleicht mal kurz das Gebiet ein bisschen verlassen. Und irgendwann müsste dann hier bald mal Schnee kommen.
Hier ist er. So, wieder flott runtergedüst. Und ihr seht, kein Fallschaden, keine Fallanimation, alles gut, ne? So, ich will aber einen Sommer haben. Regen kommt auch. Das passt ja wunderbar eigentlich. Ist ja ein richtig gutes Timing hier überall vom Spiel. Mehr oder weniger. Wir haben hier noch die Abschnitte für Wind, ja. Die Windintensität quasi mit dem Wert, den wir hier definieren, festlegen und auch festhalten, sodass das Spiel das nicht mehr ändern kann. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Auch die Wolkendichte kann ich hier definieren. Und im letzten Abschnitt gibt es dann die Werte zum Regen. Ja, kann man sich hier auch ein bisschen bedienen. Habe ich bisher nicht gemacht. Ich habe mich hier nur direkt mit diesen Buttons ein bisschen rumgespielt. Der starken Regen kann ich hier definieren. Wie gesagt, man muss immer ein bisschen vielleicht warten, bis es angewandt wird oder eben gar kein Regen. So, es ging ja richtig flott. Gucken wir nochmal, 11 Uhr morgens ist gut. Ja. Ja, ein bisschen Sonnenschein könnte durchaus gerne kommen. So, im nächsten Tab für die Stats kann ich mir hier wirklich alle meine Werte des Spielecharakters recht detailliert anpassen. Auf die gehe ich jetzt nicht alle im Detail ein, aber wem das bereits aufgefallen ist, hey, du hast ja hier den God-Mode und Restless und Immune to Cold, Fire, Diseases, Burnings und was weiß ich noch alles. Die blinken aber hier noch rechts unten. Genau. Hier ist, wie durstig bin ich? Ja, gar nicht. Ich bin endlos hydriert. Zapp, auf sind die Werte direkt oben. Ich bin auch endlos gefüllt. Zapp, der Hunger ist weg und ich habe auch endlos Stärke. Ja. Und wie gesagt, man kann sich hier alles Mögliche recht detailliert einstellen, wie ihr möchtet. Jo, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich denke, das sollte gehen. Das hat jetzt hier nach der ersten Implementierung von Kill Nearest Enemy and All Enemies nicht ganz geklappt. Aber ich, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, der OSAP-Marin hat das bereits behoben. Ja. Ganz unten gibt es dann noch Kill All Actors in Radius. Das heißt, hier innerhalb von 10 Metern kann ich mir verkleinern, vergrößern. Töte mir, wenn ich hier draufklicke, bitte alle NPCs. Ja. Gegner, den Kevin, eigentlich Kelvin, Virginia und was halt eben sonst so kreucht und fleucht. Ja, kann auch hier den Zorn-Level überschreiben oder auch den Rüstungslevel meiner Gegner, ja, wenn ich das eben möchte. Hier kommen wir dann tatsächlich zu dem Abschnitt, wo es nur darum geht, Gegenstände zu spawnen. Das heißt, ich kann sie mir hier, ja, per Klick quasi wünschen. Und wie es auch bereits über die Dev-Konsole möglich war, dass ich hier nicht nur den Typen angebe, sondern auch die Stückzahl, habe ich hier unten die Möglichkeit, die Stückzahl zu definieren. Und der Awesome Menu Mod macht hier eines recht gut für uns. Er gibt uns hier die Möglichkeit, einen Haken zu setzen oder nicht. Wohingegen die Dev-Konsole das auf zwei unterschiedliche Kommandos durchführt. Ja. Add Item to Inventory ist Add Item vom Befehl. Und wenn ich das eben nicht möchte, sondern direkt, wie wir es vorher mit den Baumstämmen gesehen haben, vor mir etwas ja, hin platzieren möchte, dann ist es Spawn Item. Und hier müssen wir eigentlich nur einen Haken setzen oder nicht. Ja. Und ja, ihr werdet die Möglichkeit bekommen, wenn ihr hier den Awesome Menu Mod benutzt, auch Dinge zu spawnen, die im Spiel implementiert sind, aber in der Spielewelt noch keine, ja, Positionierung, keinen Ort des Fundes, ja, bekommen haben. Was haben wir denn hier? Ja, wo ist es denn jetzt? Ja, hier. Hier Rifle, das Gewehr, ja, gibt es als, sag ich mal, Objekt mit Textur und allem, fast allem drum und dran bereits im Spiel. Aber man kann sie, ja, aufheben, verwenden nicht wirklich. Die Schüsse, die momentan, ja, aus dieser
eben inoffiziell gespawnten Rifle abgefeuert werden, die treffen die Gegner nicht mal. Und wir haben auch das auch hier unten irgendwo. Naja, den Sleeping Bag, den Schlafsack, ist so im Spiel noch nirgends positioniert worden auf der Karte. Ist auch, denke ich, der einzige Gegenstand, den man hier rausspawnen kann, von all denen, die es so im Spiel noch nicht gibt, die funktionstüchtig sind. Aber ich will, ehrlich nicht, ich will nicht wirklich etwas spoilern, sondern euch eher mehr den Awesome Menu Mod und die Dev Console auf Basis von Yumi mit Bapin X zeigen. So, das heißt, wir spawnen uns, dann, ja, kann auch hier die Filter oben benutzen. Die kommen direkt vom Spiel selbst, weil jeder Gegenstand Kategorien zugewiesen werden kann. Einer Kategorie oder mehreren. Und daraus hat der Old Submarine direkt einen Filter gemacht. Oder ich kann hier auch eintippen, was ich haben möchte. Ich mache mal Shot. Dann bekomme ich hier unter anderem die Shotgun Pump Action. So nennt sich das Ding innerhalb der Spieledateien. Die Shotgun selbst. Und ich sage, nee. Lass mal vor uns hier hinspawnen, da fällt sie. Und dann will ich auch noch hier vom Munitionstyp Buckshot, sagen wir ins Inventar, 50 reingelegt bekommen. Ja. So, wenn ich das mache, dann sagt er hier Schrotkugeln collected. Ein bisschen gemischt, aber man versteht's. Ich mache das Ding jetzt mal zu. So. Erstmal Lichtquelle ausrüsten, damit es zum Nerven aufhört. Komm, Buch raus. Ja, weg. So. Hier ist die Shotgun. Einmal hochgenommen. Dramatische Musik. Und sie gehört auch schon mir. Dann einmal ins Inventar geguckt und ja, eigentlich sollte hier die Munition liegen. Ja. Macht nichts. Genau, wir haben vorhin hier den unendlich Munition aktiviert. Oh, hier. Deswegen machen wir erstmal Pistole, ein Stück ins Inventar, bitte. Ja, und unendlich Munition hat auch den Vorteil, es gibt kein Nachladen. Ja. Genau. Zu viel zur Demonstration von Spawn Items. Ist auf jeden Fall ja, gut gebräuchliches Feature. Und dann haben wir noch den Tab Spawn Characters. Ich kann hier wirklich jeden NPC mir raus spawnen. Ich kann mir den Timmy holen, den man so gesehen nur als Mitbegleiter an gewissen Orten vorfindet. Ich kann mir auch den, wo ist er hier jetzt? Ja, die Virginia kann ich mir auch holen. Ja, und ich sehe ihn wieder nicht. Hier ist er. Ja, Kelvin, der innerhalb der Spieledateien Robbie heißt. Aber ich kann mir auch Gegner hier holen, die Anzahl unten wieder angeben. Spawn mir mal eben 5 von diesem Carl, Male Cannibal. Und dann tauchen sie vor mir auch schon auf, brüllen hier wie verrückt rum. Ja, oh, probieren wir gleich mal die Funktion aus, Kill Nearest Enemy. Ja, da sind ein paar umgefallen, oder? Einer. Ja, jetzt nehmen wir hier Kill All. So. Geht das? Nee, das geht nicht. Ah jo, dann ist es noch nicht behoben. Dann funktioniert die Funktion noch nicht. Ja. Genau. Gucken wir uns eben von den Optionen, die wir bereits vorne aktiviert haben, ein bisschen was an. Nämlich, wir haben hier die Höhe von Sprüngen. Wir haben hier auch ja, die Laufgeschwindigkeit, haben wir bereits gesehen. Jetzt gehen wir ein bisschen schwimmen. Komm, schwimmen. Schwimmst du schon? Ja. Genau, das geht auch ein bisschen flotter, als es üblicherweise sonst geht. So, mit der Shift-Taste gedrückt geht das ja noch viel, viel flotter. Und nee, haben wir nicht gehabt. Walk underwater.
kann hier wirklich am Meeresgrund entlang laufen und ich werde nicht irgendwie nach oben gezogen. Im Auftrieb gibt es dann nicht mehr. Was haben wir hier? Allow Water Jumps, genau. Erlaube es mir im Spiel im Wasser zu springen. Und ihr habt gesehen, das war jetzt hier die Sprunghöhe, die wir eingestellt haben. Ja, da geht schon recht hoch. So, Sprunghöhe ist mir ein bisschen zu viel. Ja, mit 4 wahrscheinlich auch noch. Unter Wasser laufen brauchen wir jetzt nicht. Genau, wir gucken uns aber auf jeden Fall an, wie ist es denn, wenn ich nicht unter Wasser laufe, aber die Option für im Wasser springen aktiviert habe, dann sieht das so aus. Ja. So, eine Option haben wir aktiviert, aber noch nicht angeguckt, das ist Unlimited Jumps. Das ist es. Ich kann unendlich Sprünge hintereinander ausführen in der Luft. Oder eben auch nicht, oder im Wasser, oder wo auch immer. Ich finde es ganz komisch, ehrlich zugegeben. Ja, es bringt mich immer wieder ein bisschen zum Schmunzeln, wenn ich diese Funktion benutze. Kann auf jeden Fall die Reise über die Insel manchmal sehr, sehr lustig gestalten. Flugmodus, ja, den aktivieren wir erstmal mit der Leertaste geht es nach oben, kann natürlich auch mit Shift dazu, dass es ein bisschen flotter geht. Und mit der Steuerungstaste oder auch STRG geht es nach unten und auch das kann ich hier mit Shift kombinieren, damit es ein bisschen flotter geht. Was dieser Flugmodus noch dabei hat, ist ein sogenannter No-Clip. Ja, das heißt, hier wir können wirklich drunter oder irgendwo hindurch, ja genau, oder eben hindurch. Oh ja, auch nice. Innerhalb, ja, egal. Genau. Ich guck gerade mal eben. Ja. Also ich zeige auf jeden Fall nicht alle Optionen jetzt hier. Ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir mal durchgucken, welche Möglichkeiten gibt es hier. Und insbesondere hier Block Damage, Stats Damage, das möchte ein bisschen erklärt werden. Ja, das erschließt sich nicht gleich von Anfang an. Was bedeutet eine Veränderung dieser beiden Werte? Wir haben aber, genau, Infinite Zip Line Length, die unendliche Zip Line Länge. Wir holen uns dazu die Rope Gun wieder eins, bitte direkt ins Inventar. Holen uns ja, von hier aus 5 Stück von dem Seil, mit dem ich irgendwelche Teile rumspannen kann. Und ich mag das ja eigentlich immer ganz gerne mit den Shortcut-Tasten. Ich gebe dem Seilgewehr, der Rope Gun, meistens die Taste 4, dann habe ich es immer. Und da steckt auch schon ein Pfeilchen drin, das ist gut. Jo, wo machen wir denn hin? Machen wir erstmal hier, oder? Zap, einen reingejagt. Und, ach, ich habe einen Flugmodus noch an. Praktisch, praktisch, praktisch. Alles. Geht natürlich auch ein bisschen fixer hier. So. Upsie Daisy. Den Eimer wieder hier. Laufgeschwindigkeit ein bisschen runter. Flugmodus auch machen. Dann sehe ich auch von der Höhe her, wie das passend ist. Und ihr seht, wir sind jetzt hier wirklich richtig weit weg. Wobei. Sollten wir nicht höher gehen vielleicht? Ein bisschen so nur? Natürlich da oben irgendwo. Wenn die noch stehen, kann man das? Ja, das kann man. Und den jage ich denn hier einfach rein und das ist natürlich eine unverschämt lange Zipline, oder? So, und jetzt mal genießen wieder ein bisschen. Also ich würde das schon gerne auch in echt mal so machen, ne? Wobei, so Meereswasser,
Hat schon irgendwas Beängstigendes, denke ich mir. Auch wenn man hier, ich sag mal, sicher mit so einer Seilrutsche einfach nur oben drüber gleitet. Ja, kann schon richtig geil sein, aber ich denke, ja, Meereswasser ist ja auch ganz anders, ne? Ist so quasi die nahezu unerkundete Welt unter uns. So, da sind wir. Ja, und es geht natürlich auch ganz gemütlich wieder in die andere Richtung, genauso. Jo, und ich denke mal, das war's auch schon. Ja? Ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal den Yumi mit den Mods von Moritz und auch eben OSubmarine, der den Yumi geschaffen hat, was man damit so anstellen kann mit den zwei Mods, wofür Yumi eigentlich so gut ist. Und ja, ich denke mal, ein paar umgestellte Fragen gleich direkt beantwortet. Wie man das Zeug wieder rausfegt, was tun, wenn neue Mod-Version mit einem Update kommt und so weiter. Ja, ich hätte mal gesagt, die Tore auf dem Mod-API-Discord-Server sind auf jeden Fall offen für jeden, den Modding interessiert, als Anwender sowie auch als Ersteller. Denn das ist ja der Sinn und Zweck des Mod-API-Projektes im Allgemeinen, dass wir hier ein Framework zur Verfügung stellen können, das eben für Anwender sowie auch die Mod-Ersteller einfach zu bedienen ist. Und man sich wirklich so rein aufs Modding konzentrieren kann. Ja, die Modding-Community im Allgemeinen für Sons of the Forest scheint ja gut zu wachsen. Komischerweise an vielen verschiedenen, ja, sag ich mal, teilweise auch kleineren Orten. Mal gucken, was in Zukunft alles so passiert. Aber soweit war es das von mir mit Was machen Sachen in Sons of the Forest mit der Axt im Walde, Yumi und den Mods Dev Console und AMM. Dann hätte ich mal gesagt, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.